Moment mal, also das ist ein Mandala-Buch, wo ich Katzen anmale, die gefurzt haben. Natürlich, ganz klar, Digga. Oh mein Gott. Warum? Das ist eine ziemlich geile Idee. Das macht doch, das tut doch in den Augen weh. Warum soll ich das kaufen? Ich bin maximal verwirrt, wirklich. Yo, was geht? Na? Leute, es könnte auch schlimmer kommen. An dieser Stelle hätte es fast ein React mit Evolve gegeben. Glücklicherweise hatte der keine Zeit und ich habe mir was anderes gesucht, was deutlich besser ist. Ich meine, jedes Video mit Evolve ist irgendwie besser als ein Video mit Evolve, oder? Deshalb meine Frau... jetzt ist da irgendwie ein Stück der Videodatei fehlt. Deshalb kurze Überleitung. Wir schauen uns heute einfach eine Menge weirde Produkte an, meine Freunde. Es sind Produkte, die kein Mensch in seinem Leben braucht und genau das macht sie so einzigartig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsprodukt ist, was ich mir unbedingt kaufen soll. Und dann machen wir das und wir packen unseren schönen Einkaufswagen voll und dann werde ich die alle mal richtig schön testen. Jedenfalls springen wir jetzt zu Revi, der euch jetzt erzählt. Let's go. Ich würde sagen, wir gehen rein, meine Freunde, und drücken drauf. Sell me something weird, please. Cat Itcher, brush lick them like their mother... Cat Drift. Das ist interessant. Das ist super. Das brauche ich. Ich habe keine Katze und ich habe keine funktionierende Zunge. Also das ist geil. Das ist eine Zunge, mit der ich meine Katze lecken kann. Alright, I guess. Hier sind nur so weirde Produkte. Irgendwie sind alle Katzenprodukte weird. Ja, 10 von 10 würde ich nicht kaufen. Kenne ich aber tatsächlich schon. Überrascht mich jetzt nicht so. Was haben wir hier noch? Ah, Fisch... Löcher in Tomatensoße und Käse. Ach so, das ist ein Joke. Ach, das ist ein Joke. Ich dachte gerade wirklich, ich... Ach Mann, Leute. Da hätte ich mich als Vegetarier eigentlich fast schon durchringen lassen, meine Freunde, die mal zu probieren im Stream. Aber, schade. Ist leider nur ein Joke. Also, an der Stelle wäre es auch echt weird gewesen, wenn sich jemand die Mühe macht und Fischlöcher gesondert abschneidet. Das ist irgendwie... ich weiß es nicht. Also, nee, Digga, lass mal. Was haben wir hier noch? Read and Roll. Toilet Paper Roll. Magazine. Warte mal, was ist das? Oh. Okay, das ist eigentlich gar nicht so weird, wie man denkt. Das ist ziemlich nice, weil man kann nämlich hier sein Handy hinmachen und sein iPad und seine Hefte und kann kacken und lesen dabei. Geil. Nee, eigentlich ist es super weird, weil ich habe doch mein Handy immer auf Toilette mit dabei. Nee, brauche ich nicht. Keine Ahnung. Sehe ich nicht das Ding. Schauen wir weiter, meine Freunde. Wild Boar Hawk Shoulder Taxidermy Decker Novel. Was? Das ist einfach der Kopf von einem... Das ist der Kopf von einem... Ich meine, zum Glück ist das Ding schon verkauft worden im Dezember 2013. Er ist gerade verkauft worden. Was sind das hier? Wer kauft denn tote Tiere, Alter? Wer kauft denn ausgestopften Vogel oder einfach den Kopf von einem Wildschwein? Was haben wir hier noch? Coloring Cat Farts. Moment mal, also das ist ein Mandala-Buch, wo ich Katzen anmale, die gefurzt haben. Alright, more than 60% sold. Es ist fast ausverkauft. Es gibt nur noch 3 Stück davon. Und 74 Leute schauen sich das in der Stunde an. Die Produktbewertung sieht wie folgt aus. This is literally the dumbest thing I've ever seen. It's kind of funny coloring farts, but really I would not recommend it. What if your kids get old of it and start thinking of farts? Do you want that? No, don't buy this. Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich will nicht, dass meine Kinder über 14 nachdenken. Kaufe ich mir nicht. Nee, sehe ich nicht. Okay, was haben wir hier? Black Monster Beast Werewolf Killer Ape Sagone Studio. Adult Hands Gloves. Say what? Was ist das? In welchem Universum brauche ich das? Warum kostet das 25? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Also, Digga, der einzige Grund, sowas zu kaufen, ist wirklich als YouTuber maximal und dann zu sagen, einen Tag mit Monsterhänden leben. Aber selbst das ist die dümmste Idee, die es gibt. Das klingt nach einem echt geilen Video, Leute. Ich speichere mir das mal hier weg. Add to cart. Wir kaufen das. Spider Pup Dog Kostüm Pet Animal Insect Tarantula Lex Funny Scary Fur Dress Up. Bitte? Bitte? Warum sollte jemand das kaufen? Banana Slicer, Fruit Knife, Kitchen Gadget. Ein Bananasch. What? Wofür? Warum sollte ich ein... Ist das ein Finger? Ist das ein Gott? Ist das ein Würstchen oder ein Finger da unten? Ich weiß es nicht. Wofür sollte ich... Digga, das sieht aus wie ein Beschneidungsgerät. Jeder Mensch kann seine Banane mit einem Messer schneiden. Warum sollte man seine Banane überhaupt schneiden? Man isst die Banane einfach so, wie sie ist. Mit der Schale und quer. Wie ein normaler Mensch. Ja, das schicke ich mal Sturmwaffel. Der Bananenschneider. Natürlich ein deutsches Produkt. Natürlich, ganz klar, Digga. Oh mein Gott. Pooping Pouches. White Elephant Gag-Kalender. Was haben wir hier? Das sind einfach nur Hunde, die kacken. Das sind einfach nur 12 Hunde, die scheißen. Okay, wir schauen mal ganz kurz in... Das hat 5 Sterne! Perfect way to end the Yankee gift exchange with your family. Everybody at the Andrew number who win this rap down the last were priceless. Great calendar, just fantastic. Order from them. Ja, vielleicht, wenn man 50 plus ist, Alter. Ich habe teilweise Angst, wenn Akani kackt, davon ein Foto in die Instagram-Story zu posten. Nee, also sorry. Sehe ich persönlich nicht. Vielleicht dann doch lieber den Kalender aus dem Hambacher Forst. Keine Ahnung, Alter. Falls ihr Bock habt, Leute, ich streame gerade, by the way. Schaut auf jeden Fall gerne mal in den Stream rein. Okay, machen wir weiter, meine Freunde. Was haben wir hier? Chia Pet Bob Easy to Decorate. Ist das Bob Ross, der Kresse wächst? Das ist wirklich Bob Ross, dem Kresse aus dem Kopf.
Chiasamen. Eigentlich ist das eine ziemlich geile Idee. Das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist eine ziemlich geile Idee. Handmade Planter. Easy to grow, fun to grow. Ja! Gucken wir kurz in die Product Ratings, meine Freunde. My niece is too young to remember Bob Ross, but she loves his art. Also, für mich wäre es jetzt nichts, aber die Idee actually ist ganz nice. Und ich meine, es ist auch echt günstig und nur $20 Lieferkosten bei $25 Preis. Mega preiswert, Digga. Crafting with cat hair. Cute handcrafts to make with your cat. Ich nehme die Fussel meiner Katze und verwebe die in irgendwas Sinnvolles? Und das könnte ich Akani hat, kann man das mit Hunden machen? Akani hat extrem viel. Der hat extrem viel. Vielleicht geht da was. Schauen wir mal kurz ins Product Ratings. Give to someone volunteers to capture neutral fury. Also Katzenbubble ist irgendwie, nee, ist mir zu wild. Ich will da gar nicht erst eintauchen. Wir schauen einfach weiter. Das ist Einhornfleisch. This is not an actual food item and non-edible. Magic in every... Einhorn, aber warum kostet das 75... Was steht hier unten noch? Stupid. Funny, but waste of money. Okay. Ich bin Vegetarier, ich bin da eh raus. Eine Brille, wo man dann den Basketball rein... Ja? Ich glaube, wenn man die im Büro anzieht und irgendwann wieder Offices geöffnet haben und... Warum schauen sich das 615 Leute pro Tag an? Warum? Warum sollte man das... Ich tu's auf die Warteliste, meine Freunde. Wir kaufen es. Inflatable Unicorn Horn for Cats. Warum sollte meine gottverdammte Katze so einen Hut brauchen? Wofür? Wofür braucht meine Katze ein Inflatable... Die Katze sieht nicht mal glücklich damit aus. Die Katze ist todesunglücklich. Die Katze hasst es. Die Katze hasst es. Die Katze hasst es, dieses Ding zu tragen. Ich hab nicht mal eine Katze. Tut mir leid. Nee, das kaufe ich nicht. Mein Hund wird's hassen. Learning how to play with a lion. Also, wie man damit lernt? Buy one, get a 5% off, add 2 to the cart. Warte mal, wenn ich 2 kaufe? My lion loves me now, okay? Best info on how to play the lion's testicle ever, 10 out of 10. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt wissen muss, wie ich mit den Eiern von einem Löwen spielen möchte, das würde ich mir an der Stelle dann doch nicht kaufen, tatsächlich. Okay, machen wir weiter, was haben wir noch? Video Catnip Entertainment for Cats. Das ist sowas wie ein Boost Your High Video für Katzen, wenn sie auf Katzenminze sind. Warum sind alle weirden Sachen für Katzen? Wieso gibt's das? Das zeigt doch, dass Leute mit Katzen die weirderen Menschen sind, oder? 15 Bacon Strip Bandages. Das sind einfach Pflaster, die aussehen wie Bacon. Wofür? Und warum? Und warum ist das Photoshop hier so schlecht? Verdammt nochmal, ich bin Vegetarier. Warum gibt's das nicht mit einer Gurke oder einem Lauch? A million random digits with 100.000 normal deviates. Das sind einfach, das hier in dem Buch wird einfach von 1 bis 1 Million gezählt. Für $80. Naja, so kann man auch zählen lernen. Ich bin mir sicher, dass dem einen oder anderen das schon in der Schule weitergeholfen hat. Ever with glass to read down like... Ich verstehe nicht mal. Das ist, wenn ich ein Buch so halte, dann will ich nach unten gucken. Das macht doch, das tut doch in den Augen weh. Warum soll ich das kaufen? Eine jodelnde Gurke. Ey, oh. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Leute? Wo macht dieses Produktbild Sinn? Ich bin maximal verwirrt, wirklich. Okay, letztes Bild, meine Freunde. Scary Vintage Creepy Clown Photo. Freak Strange Weird Halloween. Buy 4, get 2 free. Also wenn ich 4 Stück davon kaufe, kriege ich 2 gratis. Danke, nein, ich habe schon Albträume. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's mit diesem wunderschönen Video. Falls ihr gerade dieses Video schaut, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich mir unbedingt kaufen soll. Und dass wir die Sachen auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich bin an der Stelle doppelt und einfach raus. Küsst ihr aufs Nüsschen, macht's gut, haut rein. Ciao.